Ich begrüße euch herzlich zu unserem YouTube-Kanal Mitschöpfer sein. Heute findet die Einweihung statt, eure Verbindung zu Lemurien. Ich begrüße euch herzlich. Ich heiße Tatjana Babkina. Ich habe mich erinnert vollkommen an alle meine Aspekte. Ich bin mit allen meinen göttlichen Aspekten aus dem Universum verschmolzen. Mir bleibt nicht viel Zeit hier auf der Erde. Ich habe das Spiel beendet. Ich schon gestern bei dem Spazieren, ich sehe, wie ich meine Wurzel aus der Erde zurückziehe. Das bedeutet, ich breite meine Flügel, ich breite meinen Kanal nach oben. Und diese Zeit, dass ich hier auf der Erde bleibe, ich möchte so viel wie möglich für die Menschen machen. Das ist der Grund, dass auch heutige Video stattfindet. Ich habe vor ein paar Tagen von einer meiner Freundin einen Stein bekommen. Dieser Stein kommt von Berg Shasta in Kalifornien. Und das ist dieser Berg, ist ein besonderer Berg. Vielleicht kennt ihr, weil in Shasta drin ist es Eingang zum Lemurien, die auch in 3D, also in unsere materiellen, in physische Körper dort leben. Und dieser Stein wird uns helfen, sich mit diesem Volk, mit dieser Zivilisation sich verbinden. Ich empfehle euch diese Einweihung in Form von einer Meditation paar Mal zu hören. Also heute, also jedes Mal werdet ihr intensiver und intensiver eure Verbundenheit spüren. Ich empfehle, dass ihr auch für euch nicht so große Steine irgendwie in Natur findet und paar Mal diese Video mit dem Stein im Hand so zu hören. Dann wird Energie von Lemurien in eurem Stein verankert. Und dann habt ihr eure eigene Handy oder Nadel, die wird euch nach eurem Wunsch mit Lemurien verbinden. Ihr guckt nicht zufällig dieses Video. Wenn ihr dieses Video schaut, es bedeutet nur eins: Ihr wart im Lemurien. Wir sind alle die kosmischen Wesen, die auf der Erde gekommen sind von so langer Zeit, um bestimmte Erfahrungen hier auf der Erde zu sammeln. Und angefangen viele im Lemurien. Im Lemurien haben wir am Anfang zuerst keine Körper und dann war Körper, aber ist nicht so fest wie unsere, diese 3D-Körper. Wir waren dann viel, viel größer. Ihr werdet dann wirklich spüren, dass ihr seid viel größer, viel beweglicher. Ihr könnt viel Avatar gucken. Avatar ist das, diese große Körper, das ist teilweise, das ist etwas hat mit Lemurien zu tun. Okay, wir können jetzt anfangen. Ich werde jetzt mit Einweihung beginnen. Macht eure Augen zu und beginnt das Licht, das um euch herum schon schwebt und fließt. Beginnt dieses Licht in euch einzuatmen. Und einfach fühlt euch wie ein Fisch im Fluss. Ihr spürt, wie dieser Fluss zieht euch. Seid ein glücklicher Fisch. Ihr müsst nicht kämpfen, ihr müsst nicht gegen Strom fließen, was denn jetzt genau sehe ich, dass die paar von Zuschauern beginnen zu machen. Wir sind so gewohnt mit euch. Wir brauchen immer Hindernisse, wir brauchen immer Probleme, die wir lösen können. Vergiss jetzt einfach für kurze Zeit diese Meditation. Vergiss, dass ihr müsst kämpfen und etwas beweisen und Leistung bringen. Lasst euch diesen Fluss nach Amerika bringen, zum Berg Shasta. Das Portal zum Lemurien schon geöffnet. Der Fluss hat euch zum Berg Shasta geführt. Da stehen Lichtwesen. Sie haben alle hellere Haare, lange. Lange Kleider, Männer und Frauen. Sie nehmen eure Hand
und führen ins Tor. Jedes Mal, wenn ihr werdet diese Meditation oder diese Einweihung hören, ihr werdet zu verschiedenen Hallen gebracht. Dort gibt es viele Hallen. Gibt es eine Wissenshalle das, oder Bibliothekenhalle. Dort sind sie verschiedene Kristallen zu finden. Und in diesen Kristallen werden oder ist Wissen zu bestimmten Themen gesammelt. Es sind sehr, sehr viele Kristalle. Eine sind riesig, die andere mittelgroß und die andere gibt es kleiner. Ein besonderer Kristall zieht euch. Geht zu ihm, nehmt diesen Kristall in eure Hände. Das sind die lebendigen Computer. Jetzt beginnt dieser Kristall gespeichertes Wissen euch zu übergeben. Mit jedem Atemzug saugt ihr dieses Wissen in euch hinein. Wie Hologrammen beginnen, in euch sich zu entfalten. Hier in dieser Bibliothek so viel und ihr wollt unbedingt in so viele Kristalle reingehen. Aber unsere Begleiter ziehen uns weiter, sie wollen unbedingt uns Heilungssaal zeigen. Und ihr könnt selbst entscheiden, oder bleibt ihr hier, dann könnt ihr nächstes Mal weiter einfach diese Meditation nochmal hören. Und er kommt noch einmal in diesen Saal. Aber wir gehen jetzt in den Heilungssaal. Weiches, sehr angenehmes Licht beleuchtet diesen Saal. In der Mitte steht, ich kann nicht sagen Bett, das ist nicht richtig Bett und nicht Massagensessel, etwas dazwischen. Aber es ist nicht wichtig. Ihr wisst das, das ist für euch richtig. Ihr geht und legt euch dorthin. Vielleicht hört ihr Musik oder sieht das, wie verschiedene Licht- oder Energieflüsse beginnen. Aus keine Ahnung, aus welcher der Seiten zu euch fließen. Und diese Energieflüsse, sie gehen direkt in eure Lichtkörper rein. Ihr habt sehr viele in eure Körper wie kleine Knoten, Verhärtungen. Bei vielen sind die Energiekanäle groß oder kleiner, sind verstopft oder die Energiekanäle werden umgeleitet und diese Energieflüsse sehr weich, aber wirklich sie ganz spezielle Schwingung und sie singen auch Töne
und es ist wirklich, wirkt gleichzeitig, vibriert, arbeitet Licht, arbeiten Töne, alles gleichzeitig, von allen Seiten. Und ich kann das nicht beschreiben, wie komplex ist diese Heilung, dass ihr jetzt gerade erlebt, läuft. Spürt, wie kleine Knoten und interessant, dass jede wirklich von euch hat sehr viel solche Knoten im Nierenbereich. Nieren sind für Energie zuständig. Das bedeutet, wieso habt ihr nicht genug Energie in eurem Leben, weil eure Nieren sind irgendwie verstopft energetisch. Spürt ihr jetzt, wie kleine Knoten lösen sich. Die Knoten werden aufgelöst und die Energie beginnt dort. Vielleicht spürt ihr jetzt Wärme, weil da eine Energie beginnt dort zu pulsieren. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr Gefühl habt, dass ihr liegt um diesen Sessel oder um diesem Tisch oder diesem Bett und ihr spürt euch nicht. Das ist wie komplett euer Körper hat sich aufgelöst und das ist wie zum Wasser geworden. Sie sagen, das ist der beste Zustand, was euch passieren kann. Vielleicht braucht ihr ein paar Mal diese Meditation oder diese Einweihung zu hören, damit ihr zu diesem Zustand kommt. Jetzt kommen von verschiedenen Seiten wie Laserstrahlen. Ein Laserstrahl geht zum Hypophyse, die andere zur Hypophyse, zur Schilddrüse, irgendwie wirklich sie ganze Hormonsystem aktivieren. Zum eure Augen. Die sagen, wenn wir wollen, können wir dann vielleicht einmal Video extra für die Heilung und für die Verjüngung extra Video machen, weil in Lemurien, sie haben wirklich Technologien entwickelt, wie sie unsere physische Körper heilen und verjüngen können. Es läuft wirklich, dass man muss wie auf der Zellenebene arbeiten. Weil unser Körper ist so dermaßen perfekt ausgerichtet oder geplant oder gemacht wurde. Jede Zelle wird erneuert. Jedes Organ wird erneuert. Das bedeutet, jedes System kann man sich erneuern. Und das muss automatisch zum Verjüngung führen. Ihr könnt wirklich das paar Mal das diese Meditation, diese Anweihung hören, aber sie drängen, sie geben euch Hand, damit ihr aufsteht, weil die Einweihung wartet auf euch. Spürt ihr jetzt, ihr seid jetzt leicht. Sehr viele Knoten haben sich aufgelöst. Die Energiekanäle fließen viel besser. Und Einweihung wartet. Wir gehen mit euch in eine wunderschöne, riesige Halle und in der Mitte befindet sich ein Feuer.
Und diese Feuer hat wirklich wie Regenbogen Flammen in sich enthält. Sehr viele Priester und Priesterinnen, einfach Bewohner aus der Lemurien steht in dieser Halle und sie begrüßen euch. Ihr kennt sie. Viele Freunde, Familienmitglieder sind dort zu finden. Sie sagen, es kommt bald die Zeit, dass ihr werdet sie genauso sehen wie eure Freunde aus euren 3D-Leben. Ohne jegliche Angst geht er direkt ins Feuer. Das ist eure persönliche Feuer. In diesem Feuer sind gespeichert eure Aspekte, eure Kristalle, die ihr aus dem Universum zum Erde gebracht haben. Ihr wisst, dass ihr könnt nicht hier sie brauchen. Aber jetzt ist die Aufstiegszeit läuft. Wir beenden das Spiel. Jetzt ist Prüfungszeit. Und ihr braucht diese Aspekte. Ihr braucht diese Kristalle, um nach Hause zu gehen. Spürt jetzt, wie in ganz eurem Körper beginnen sich diese Lichtkristalle, diese Aspekte pulsieren, sich aktivieren. Für jeden Aspekt gibt es richtigen Platz. Für jeden Kristall gibt es richtigen Platz. Und die kristallen Aspekte, sie wissen ganz genau, wohin sie müssen jetzt. Es ist ganz speziell so ein Bild wie, ihr habt keinen Körper, ihr seid ein Gitternetz. Und gibt es wirklich Kristalle, aber die sind wie Lämpchen, die man dreht und dann wirklich hopp und dann gibt es Licht. Genau wie für jede Stelle, für jeden Aspekt, für jede diese Kristall gibt es genau einen richtigen Platz. Kristall oder Aspekt geht dorthin, wie gibt kleine Bewegung und wird der Funk und der beginnt zu leuchten. Die Priester sagen, dass ihr habt nicht genug psychische Energie, um alle diese Aspekte und Kristalle zu verankern euch. Aus diesem Grund, es werden genauso viele Aspekte und Kristalle in euch jetzt aktiviert, wie viel ihr persönlich jetzt aufnehmen könnt. Das ist der Grund, dass diese Meditation, diese Einweihung, muss man einfach ein paar Mal hören. Ihr könnt selbst kontrollieren, habe ich Gefühl, und wenn ihr wollt, könnt ihr immer wieder diese Reise nach Lemurien machen. Ich als göttliche Mutter verankere in euch jetzt alle diese Aspekte und alle diese Kristalle. Er geht aus dem Feuer raus und da steht eine Priester oder Priesterin und sie geben euch wie einen Mantel oder Kleid. Ihr könnt jetzt an euch anziehen. Und dieses Kleid oder dieser Umhang, dieser Mantel wird alle Aspekte und alle diese Kristalle in euch schützen. Niemand hat Zugriff an eure Aspekte, an eure Kristalle. Das ist ganz wichtig. Ihr seid jetzt auch geschützt von allen Angriffen. Jedes Mal, wenn ihr werdet kommen, werdet ihr neue Mantel oder neues Kleid bekommen.
Ich verabschiede mich nicht von euch. Ihr werdet mich noch heute einige Zeit bei euch spüren. Ihr könnt jetzt einfach so lange liegen und sitzen bequem bleiben, wie ihr wollt. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr an eure Kraft kommt. Ich habe mich vollkommen erinnert, wer bin ich. Und ich sehe jetzt meine Aufgabe, euch zu unterstützen, euch helfen, auch dass ihr euch selbst auch erinnern werdet. Ich wünsche euch alles Gute.